Das ist schon geil. Also die Tempel da drüben in Asien sind schon sehr spektakulär, oder? Schaut gut aus mit dem Berg da hinten. Es ist wie bei Avatar Aang, The Last Airbender. Geil. Das ist ja ein Labyrinth da. Es schaut alles gleich aus. Ich meine, es schaut alles verflucht cool aus, aber es schaut alles gleich aus. Also ich muss sagen, mir gefällt es so extrem. Ja, traditionell. Also ich bin da gerade in einem richtig coolen Parkgelände. Ich bin da durch diese Hauptgebäude da durchgegangen. Und jetzt bin ich da auf einem coolen Park. Richtig Baba da. Richtig Baba. Ich glaube, das Wort beschreibt es am besten. Jetzt gehen wir noch da hinten rauf. Da geht es irgendwo rein. Da stehen ein paar Leute da. Stellen wir uns da mal dazu. Klasse Geschichte. Da, Wahnsinn. Ready, die Bonzen sind die Mädels. Eieiei. Ein bisschen mehr Bewusstsein für Tradition. So, da hinten gehen wir rein, mal schauen, was da los ist. Der schaut ja cool aus, der Prä. Mr. Rabbit. Was ist das? Schaut aus wie Löwenschildkröte. Was ist denn das da? Ist das ein Kalender? Sag bloß, das ist so ein Kalender. Oder wie oder was? Oh.
Museum. Jack! Das nationale Folkmuseum. Kann ich nur empfehlen. Ich habe heute sowieso einen guten Tag erwischt, da ist alles gratis heute. Ich habe nichts gezahlt für den Eintritt. Weder für diese verbotene Stadt da, ich meine verbotene Stadt, sie schaut, erinnert mich ein bisschen an die verbotene Stadt in China, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieser Tempel halt und das Museum waren heute gratis. Bräh! Glück gehabt. Wo geht's denn da zur U-Bahn? Ah, muss ich da den ganzen Weg wieder zurück wahrscheinlich, gell? Schaut auch cool aus da oben. Kann man da aufgehen? Nein. Das ist der Haupttempel da oben. Das ist der östliche Lufttempel da oben. Das ist schon eine Orgel aus. Da sind ein, zwei Leute. Ja, kannst du was los da heute? Geil.